Hey meine Matrosen und willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute aus einem neuen Sektor. Das letzte Mal hatten wir Fortschritt Soziales. Davor hatten wir haufenweise Videos über Gesundheit bzw. Ernährungstests. Und jetzt haben wir das erste Review zu einer Serie aus dem Bereich Unterhaltung. Es geht nämlich um die Serie The Blacklist. Manche von euch kennen sie vielleicht, manche noch nicht. Ich habe sie vor ein paar Wochen, Monaten angefangen zu schauen und bin jetzt fertig geworden mit der 6. Staffel, die zuletzt in Deutschland zur Verfügung steht. Und ich bin begeistert. Ich bin sehr begeistert. Ich werde in dieser Folge auf die Serie eingehen und dann könnt ihr euch ein eigenes Bild von machen. Und wer sie schon kennt, bleibt auf jeden Fall auch dran. Werdet vielleicht auch manche Infos noch erfahren, die ihr davor noch nicht wusstet. Also, kommen wir zu The Blacklist. The Blacklist ist im Originaltitel heißt The Blacklist und wie auch im Deutschen übersetzt, nennen wir die Serie ganz normal The Blacklist. Also, wenn ihr jetzt auf Netflix zum Beispiel, da steht zur Verfügung. Kleiner Nebentipp am Rande. Alle 6 Staffeln aktuell, also die in Deutsch, heißt sie auch einfach The Blacklist und nicht irgendwie die schwarze Liste oder so, was ja dann die deutsche Übersetzung wäre. Es ist eine US-amerikanische Fernsehserie, also in Amerika abgedreht, zum Glück. Ich bin ein sehr großer Fan von amerikanischen Produktionen, vor allem im Film- und Serienbereich eben. Und am 23. September 2013 hatte sie bei NBC ihre Premiere, die erste Folge der ersten Staffel. Unglaublich gut. Ich kann es jedem wirklich nur empfehlen. Vielleicht braucht man manchmal ein bisschen, um reinzukommen, aber es ist eine sehr gute Serie. Ich habe mich sehr verliebt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe schon viele gute Serien auch in der Vergangenheit geschaut, die ich mir dann nochmal extra für die Reviews anschauen werde. Als Protagonisten haben wir Raymond Reddington. Der spielt einen Schwerverbrecher, der mit dem FBI kooperiert. Mehr sage ich jetzt erstmal nicht. Auf jeden Fall geht es um einen Mann, der stellt sich dem FBI am Anfang. Und er ist einer der meistgesuchten Männer der Welt. Stellt sozusagen die Forderung, dass er Freiheit haben möchte, also Immunität. Dafür gibt er dem FBI bzw. dem Staat Amerika halt immer neue Fälle von sehr stark Schwerverbrechern, mit denen er auch im Lauf seiner Karriere schon zu tun hatte vielleicht und die auch viele Menschen auf dem Gewissen haben. Weshalb das FBI da auch erstmal eingeht und die dann zusammen kooperieren. So viel jetzt erstmal dazu. In Deutschland haben wir eben, wie schon erwähnt, aktuell 6 Staffeln. Die 7. und 8. werden auch noch kommen. Die 7. gibt es schon in den USA, jedoch noch nicht in Deutschland. Und die 8. Staffel bald produziert. Manche sagen, dass die 7. Staffel erst 2021 im Januar nach Deutschland kommt. Wir lassen uns überraschen. Ich habe da keine näheren Infos. Das ist nur so das, was ich jetzt recherchieren konnte. So, als Produktionsland haben wir die Vereinigten Staaten, wie schon gesagt. Wir haben 3 Produktionsunternehmen, die daran vor allem beteiligt sind. Das ist einmal Devils Entertainment, hat auch schon viele große Produktionen hinter sich. Und dann haben wir 2 Namen, die so gut wie, glaube ich, jeder auf der Welt kennt, der schon mal einen Film oder ein Lied oder sonst was gehört hat, nämlich einmal die Universal Television Studios. Aber Universal Television, also extra für Fernsehen, ist nicht die Universal Studios mit dem riesen Planeten, die wir kennen, aber es geht ums Gleiche, also ist letztendlich die gleiche Firma. Und dann haben wir einmal Sony Pictures Television, haben auch ein, also die 3 Produzenten sind auf jeden Fall an der Serie beteiligt. Wir haben eine Folgenlänge von ca. 45 Minuten, was ich sehr gut finde, dass man gut in jede Folge rein, aber gut auch wieder aus jeder Folge rausgenommen wird. Das Genre, in dem sich das Ganze spielt, ist vor allem so ein Krimi-Drama. Also viele vergleichen es noch mit Homeland oder 24, aber ich finde persönlich, es gibt keinen direkten Vergleich, weil es einfach eine unglaublich gute Serie für sich selbst ist, die man jetzt auch gar nicht vergleichen braucht, finde ich irgendwo schon fast. Aber es gibt auf jeden Fall Ansätze, die man auch von anderen Serien beobachten kann, das will ich ja gar nicht verneinen. So, ich persönlich würde noch Mystery und Thriller sehr stark hinzufügen, da es auch sehr viele eben Thriller- und Mystery-lastige Inhalte hat, aber es ist auf jeden Fall unglaublich. So, kommen wir zu dem Hintergrundgeist, dem Erfinder des Ganzen, nämlich John Bogenkamp. Oder Bogenkamp oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Der hat auf jeden Fall die Idee dahinter gehabt. Und als NBC gemerkt hat, dass die ersten Folgen sehr gut ankommen, hat er weitere Folgen geschrieben. Und so ging es dann immer so weiter, dass es jetzt auf jeden Fall eine Riesenproduktion ist mit mehreren Staffeln, die sich auch über Jahre ziehen eben. Aber, soweit ich weiß, wird es nach der 8. keine mehr geben. Also jetzt aktueller Stand. Wir wissen, heutzutage kommen ja immer wieder neue Staffeln und Serien, auch wenn die Story eigentlich schon längst fertig sein sollte. Aber hier sollte es, wie es aussieht, keine 9. Staffel auf jeden Fall geben. Als Musiker, als der die Musik in der Serie jetzt nicht direkt selber komponiert oder produziert, aber der es auf jeden Fall einfügt und für die Musik verantwortlich ist in der Serie, ist Dave Porter. Macht er unglaublich gut. Unglaublich gut. Also musikalisch ist diese Serie für mich persönlich, alles hier geht auch nach meiner persönlichen Meinung, möchte ich nochmal kurz betonen. Nicht, dass sich am Ende irgendjemand beschwert, dann ist dann deine Meinung. Das ist nur meine Meinung, wie ich es wiedergebe und wie ich selber mein Bild von der Serie habe. Aber Dave Porter setzt die musikalische Untermalung so gut um, dass mich das manchmal wirklich mehr gefesselt hat, als was eigentlich in der Serie zu sehen, weil es ist kein Scherz und es ist auch nicht nur jetzt irgendeine Übertreibung, sondern Dave Porter wirklich an alle Filme- und Serienproduzenten, nehmt euch ein Beispiel an ihm, sau cooler Typ. Gut, dann haben wir die Hauptproduzenten, das ist einmal die 4 Johns, nenne ich sie.
einmal der John oder Jon, oder weil da ist kein H dazwischen, ich weiß nicht, auf jeden Fall John Bogenkamp. Dann haben wir den John Eisendraht mit einem H. Dann haben wir den John Davis mit einem H. Und den John Fox auch mit einem H. Das sind die vier Hauptproduzenten, die an der Serie beteiligt waren. Kommen wir nun zur Besetzung der Serie. Da habe ich mich schon mega drauf gefreut, weil das sieht, die sieht man natürlich auch in der Serie und da kann ich ja direkt am besten was erzählen. Wie schon gesagt, als Protagonisten haben wir James Spader. Ich persönlich weiß nicht, wo ich ihn sonst erkenne, aber es ist ein unglaublich charismatischer und guter Schauspieler, der es schafft, Raymond Reddington so gut zu spielen, dass er schon für die Emmys, die Golden Globes nominiert war, als bester TV-Actor. Ja, er ersetzt es unglaublich gut und finde ich persönlich. Ich bin ein großer Fan mittlerweile jetzt als, von ihm geworden, als Schauspieler, wie aber auch von dem Seriencharakter, müsst ihr euch vorstellen. Ich kannte die Serie davor noch nicht. Ich habe sie ab und zu auf Netflix gesehen, aber dachte mir, ja, habe auch ein paar gute Sachen drüber gehört, aber war jetzt nie so auf meiner Liste. Aber jetzt, seitdem ich es angefangen habe zu gucken, unglaublich gute Serie. Dann haben wir Megan Boone. Die meisten können sich vorstellen, wer das ist, nämlich Elizabeth Keen. Spielt auch eine sehr wichtige Rolle, ist nach Raymond Reddington meiner Meinung nach der wichtigste Charakter in der Serie. Und wird auch sehr gut gespielt von ihr. Und ja, aber dazu kommen wir noch bei der Handlung. Gut, dann haben wir Diego Klattenhoff als, wer hätte es gedacht, Donald Ressler. Der FBI-Agent, der immer für Gerechtigkeit steht, sich immer fürs Gute einsetzt. Und gut, kommen wir als nächstes zum Ehemann, bla 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 bla. Mehr sage ich jetzt dazu nicht, von der Elizabeth Keen. Jeder weiß, wen ich meine, nämlich Tom Keen, als Schauspieler benannt Ryan Eggold. Ist auch aus ein paar anderen Produktionen, habe ich gesehen, bekannt, aber mir persönlich, ich habe ihn jetzt davor auch noch nicht gesehen. Wie eigentlich alle Schauspieler, die hier genannt werden müssen. Dann haben wir als nächsten Schauspieler Harvey Lennox. Entschuldigung, ich muss gerade nochmal nachschauen. Harvey Lennox spielt Harold Cooper, den stellvertretenden FBI-Director. Sehr gut auch gespielt. Unglaublich charismatisch, guter Schauspieler. Dann haben wir Hisham Tawfiq oder Tawfiq oder wie auch immer. Der spielt Dembe Zuma. Ist der Begleiter von Raymond Reddington und sein treuer Freund, egal in welcher Situation. Ihr werdet das selber merken, eine unglaublich spannende Beziehung spielt sich auch zwischen den beiden ab. Genau wie auch zwischen allen bisher genannten Charakteren, weshalb ich die Serie so unglaublich gut finde. Wir haben einzelne Storyplots, kurze Zwischeninfo. Jede Folge ist eine andere Geschichte sozusagen, ein anderer Fall. Und gleichzeitig haben wir diese Geschichte hinter den Personen, hinter den Beziehungen zueinander. Und es ist unglaublich gut, kann ich euch sagen. Unglaublich gut. Schaut rein, lasst euch selbst überraschen und gebt dem Film einen Daumen hoch. Gebt der Serie einen Daumen hoch, wirklich. Gut, als nächstes haben wir Amir Arison oder Arison oder Arison. Könnt ihr euch bestimmt auch vorstellen. Amir spielt Aram. Ein sehr schlauer, sehr intelligenter, aber auch charismatischer, ein bisschen schüchterner FBI-Agent, der sich vor allem mit den technischen Anforderungen eben auseinandersetzt und da vor allem halt seine gute Hand spielt, dass wir natürlich auch den Techniker drin haben, aber sehr guter Mann, sehr charismatisch eben, auch guter Schauspieler. Ich persönlich habe den Seriencharakter sehr gemocht. Dann haben wir Mohsen Marnoo, spielt eine weitere FBI-Agentin, die erst ein bisschen später in der Serie dazukommt, aber dann einen sehr wichtigen Teil annimmt, weshalb ich sie jetzt auch nochmal nennen wollte, nämlich Samar Nawabi. Auch sehr gute Schauspieler. Es gab ein paar Punkte, wo ich sie jetzt, ihre schauspielerischen Künste jetzt nicht so herausstechend fand. Aber an sich trotzdem sehr guter Seriencharakter, hat man auch gemocht, hat auch eine coole Beziehung zu den anderen gehabt. Und womit wir jetzt zum letzten Darsteller kommen, den ich nennenswert finde. Es gibt noch 2, 3, 4 weitere Charaktere, die eigentlich echt wichtig für die Serie wären, aber nicht so oft vorkommen, weshalb ich sie jetzt hier nicht nennen möchte, weil schaut die Serie selber und dann werdet ihr wissen, was ich meine, weil sonst werde ich jetzt auch nur zu sehr spoilern, wenn ich manche Namen nenne oder nicht. Kommen wir zu Susan Blomert. Blomert, Entschuldigung, ich bin in Deutschland, Blomert. Blomert. Und die spielt den Putzdienst von Raymond Reddington. Mr. Kaplan wird sie in der Serie genannt. Ich weiß bis heute ehrlich gesagt nicht genau, warum Mr. Kaplan, weil sie eine Frau ist. Aber sie kümmert sich um die Morde, sie macht die ganzen Tatorte sauber und sie ist eine Perfektionistin und wirklich gut in ihrem Job. Also wirklich mehr als gut in ihrem Job. Auch Grüße gehen raus, Mr. Kaplan. So, kommen wir zu den Regisseuren. Wir haben insgesamt mehrere Regisseure, mehrere Kameraführer. Aber als die zwei, die am meisten mit dabei waren, würde ich auf jeden Fall Michael W. Watkins nennen. Der hat in den meisten Folgen die Regie gespielt. Aber auch Bill Rowe. Ist der zweite Regisseur. Entschuldigung, die Namen muss ich jetzt noch ein bisschen vorlesen. Ich habe sie auf ganz kleinen Zettel. Dann haben wir Bill Rowe und
Michael W. Watkins als zwei Hauptregisseure. Es gibt noch weitere Namen, aber die haben auf jeden Fall beide über 15 Folgen produziert bzw. Regie dafür geführt, weshalb ich sie auf jeden Fall auch mal nennen wollte. Gut, kommen wir zu den Auszeichnungen. Also, The Blacklist ist nominiert worden, 2 Golden Globes und hat die Primetime, den Primetime Emmy gewonnen, nämlich für die Stunt-Choreografie. Der hat nicht mal einen Schauspieler oder so, den ich gerade genannt habe, oder der Produzent, sondern ein Stuntman hat den sozusagen gewonnen, den Primetime Emmy und noch ein ASCAP Award. Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht ganz genau, für wen was da steht, aber als Top-TV-Serie, was ich auch selber total unterschreiben kann und wirklich sagen könnte, ich habe 2019, seit Monaten schaue ich die ja schon, auf jeden Fall angefangen, bin das jetzt fertig geworden, aber es ist meine Serie des letzten Jahres sozusagen. Also wirklich kann ich euch ans Herz legen, unglaublich gute Serie. Gut. Kommen wir noch zu dem Leitfaden für Eltern. Das will ich bei jeder Serie und jedem Film ein bisschen einfügen. Einfach falls auch Eltern, aber auch für euch selbst. Also ich nenne es einfach Leitfaden für Eltern, weil ich jetzt keinen anderen Namen so dafür finde. Also ich finde es ganz passend eigentlich so. Aber dass sowohl wenn Eltern das schauen, wissen, ob die Serie eher was für ihre Kinder ist oder wie viel Gewalt, wie viel dies und das darin vorkommt und wie viel nicht. Weshalb ich da auch ganz kurz darauf eingehen werde, dass ihr auch für euch Bescheid wisst. Oder auch Leute, die sagen, oh cool, Gewalt und Blut, ja, davon will ich viel. Ich schaue mir jetzt nur Filme an, wo er sagt, da geht's voll ab oder sowas. Auch für solche Leute meinetwegen. Aber vor allem ist es einfach ein Leitfaden für die Eltern, dass ich will jetzt nicht, dass ein kleines Kind irgendwie irgendwelche Gewaltszenen oder anderes sieht. Das braucht es nicht, solange es zum Beispiel selber auch noch gar nicht gelernt hat, mit was es dann Aufsicht hat und dann selber irgendwelche Schlüsse daraus zieht. Nur, dass ihr so einen psychologischen Aspekt dahinter versteht. Kommen wir einmal zum ersten Punkt, nämlich Sex und Nacktheit. Haben wir komplett frei in dieser Serie. Es gibt viele Szenen, wo manche Darsteller halbnackt dargestellt werden und so, aber ansonsten haben wir da keine irgendwie Sexszenen oder sonst was, was ich persönlich auch in so einem Krimi-Drama das nichts zu suchen auch ganz gut finde. Dann kommen wir zu Gewalt und Blut. Sorry, dass ich da jetzt kurz lachen muss, aber stufe ich als Mittel ein. Aber es ist schon sehr viel dafür, dass das so ein Krimi-Drama ist. Also sehr, sehr viel. Vor allem Raymond Reddington ist ein sehr brutaler Mensch. Was ihn jetzt nicht charismatisch oder vom Moralischen, finde ich, abwertet. Aber er ist trotzdem ein sehr brutaler Mensch und geht die Sachen sehr brutal und sehr direkt an. Weshalb auch eben sehr viel Gewalt, aber auch wegen anderen Gründen in dieser Serie vorkommt. Haltet euch fest, es gibt viel Blut und es gibt viel Gewalt. So. Kommen wir zum nächsten Punkt. Vulgäre Ausdrücke als Beleidigungen, Aussagen, bla bla bla, stufe ich als leicht ein. Das sind so Standardsachen, die man auch in anderen Serien und Filmen hat, wie Bitch, Bastard, Ass oder irgendwie sonst irgendwas. Ich will jetzt nicht drauf weiter eingehen für die Monetarisierung, aber ja, so viel dazu. Dann kommen wir zu den Drogen. Da haben wir auch nur leicht, also es wird viel geraucht, es wird viel getrunken, aber ich würde auch sagen, eher so die besseren Sachen, also guter Whisky, guter Wein oder eine gute Zigarre, ab und zu auch mal so Standardsachen. Ja, aber auf jeden Fall keine außergewöhnlichen Drogen jetzt wie Methamphetamin oder sowas, nur in manchen Szenen, aber da wird es dann eher eben als schlecht dargestellt. Also es wird keine illegale Droge oder sonst was verherrlicht, was ich auch sehr gut bin, weil ich bin auch persönlich gegen Drogen und ich finde es super. Gut, haben wir brutale Szenen, habe ich auch als leicht gemacht. Also insgesamt ist es schon ziemlich brutal, aber so richtig heftige Szenen, die so mir im Kopf geblieben sind, gibt es ein paar. Aber jetzt nicht allzu viele, weshalb ich da jetzt als leicht eingestuft habe, aber es gibt einiges an brutalen Szenen. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Gut, dann kommen wir zu noch ein paar wissenswerten Sachen, die ich mir einfach aufgeschrieben habe, die ich euch noch nennen wollte. Nämlich einmal, finde ich sehr cool, der Produzent hat so gemacht, dass James Spader das gleiche Geburtsdatum hat wie Raymond Reddington. Also der Schauspieler ist am gleichen Tag geboren wie halt der Seriencharakter, was ich persönlich mega cool finde. Dann haben wir einen Charakter namens Buzz. Vielleicht kennen die manche von euch, die ihn nicht kennen. Buzz ist der Chef vom Security-Dienst von Raymond Reddington. Also Dembe ist ein persönlicher Sicherheitsmann sozusagen und Berater auch. Und Buzz ist sozusagen eben der Chef der Security-Firma von Raymond Reddington. Und dieser gute Kerl ist im echten Leben ein US-Marinesoldat und hat mit der CIA zusammen einen Auftrag, wo sie Kinder retten. Also ich finde es unglaublich gut. Top-Schauspieler, Top-Mann, wie es aussieht, auch in Wirklichkeit. Mach weiter so und finde ich mega gut. Dann gab es einmal ein Spiel, The Blacklist Conspiracy, was für Apple und Android in Amerika ist, glaube ich, immer noch erhältlich, aber in Deutschland nicht. Ich habe nachgeschaut, also vielleicht findet noch irgendjemand was, aber The Blacklist Conspiracy hieß das Ganze. Auch sehr spannend, hätte ich gerne mal gespielt. Ja, soll man auch Fälle eben aufgedeckt haben und sowas. Bin ich gespannt.
Und zum letzten wissenswerten Punkt, den vielleicht manche von euch nicht wissen, dass Agent Wrestler, also Donald Wrestler, ist benannt nach einem echten ehemaligen FBI-Agenten, der verstorben ist. Und weshalb das Ganze in Ehre zu ihm sozusagen einfach entstehen soll. Und ja, finde ich auch sehr gut. Auf jeden Fall auch nochmal Grüße an John Boltenkamp, den Produzenten des Ganzen. Ich bedanke mich wirklich dafür, dass du diese Serie produziert hast. Und hast du unglaublich gut gemacht. Und danke, dass du mit den ganzen großen Firmen mit dich. Jetzt bist du zwar selber erfolgreich wie sonst was, aber dass du dich mit dem am Anfang du's gepackt hast, dass sie dein Werk einfach nehmen und verfilmen, finde ich super. Gut, das Ganze wurde aufgenommen mit der Sony Cine Alta PMV F55, also PMV F55, der Panavision Primo und der Ingenieur Optime Lenses. Auf jeden Fall mit drei Kameras, aber mit der Sony Cine Alta PMW F55 wurde primär aufgenommen und das andere nur für Nebenszenen oder Szeneüberlappungen oder sonst irgendwas. Gut, wir haben ein Seitenverhältnis von 16 zu 9 HD. Gut auf jeden Fall und das war's jetzt von den Wissenswerten. Und generell auch jetzt erstmal von dem spoilerfreien Part dieses Reviews. Ha. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir geben der Serie jetzt noch eine Bewertung, eine Note wieder. Und ich muss ganz klar sagen, es gibt die 1+. Aber sowohl bei Lebensmitteln, wie auch bei jedem Review, egal über was ich es mache, die 1+ gibt es in außerordentlich guten Fällen. Die 1+ gibt es dann, wenn man wirklich sagt, es ist rundum perfekt. Blacklist kriegt von mir die Note 1. Ist eine sehr gute Serie, eine sehr, sehr, sehr gute Serie. Jedem, der gerade zuschaut, der auf Action, aber auch Mysterien, Thriller, aber auch Drama, auch persönlich Familiendramen, Freundschaftsdramen, auf die ganzen Sachen abfährt, findet hier seine Erfüllung. Vertraut mir, schaut The Blacklist. Es kann sein, dass ihr ein bisschen zum Reinkommen reinbraucht. Ich dachte mir auch nach den ersten zwei Folgen noch nicht so ganz, boah, das ist jetzt die Serie, die ich weitersuchte. Aber ich sage euch schon in der ersten Staffel, nach ein paar Folgen, seid ihr so drin, dass ihr da nicht mehr raus wollt, so einfach. Vertraut mir, wirklich vertraut mir. Und deshalb kriegt die Serie eine 1. Ist auch eine Empfehlung von mir. Man lernt auch viel, man lernt viel charakteristische Punkte von Raymond Redding zum Beispiel. Ich will jetzt ganz kurz am Ende, also das war jetzt die Bewertung, das war meine Empfehlung. Ich danke jedem fürs Zuschauen. Ich will jetzt ganz kurz am Ende noch hinzufügen, dass ich natürlich jetzt mehrere Serien und Filme Reviews machen werde. Und da werde ich auch noch kurz auf die Handlung eingehen. Dadurch, dass wir jetzt 1-6 Staffeln haben, die ich jetzt schwer alle in dieses Video packen kann, weil ich in dieses Video den Rahmen ein bisschen sprengen würde, werde ich entweder jetzt dazu noch ein extra Video machen oder erst damit bei den nächsten Filmen und Serien anfangen, weil das ist mir jetzt gerade noch so durch den Kopf gegangen. Ich hoffe, es jedenfalls hat euch gefallen, ihr konntet einige Sachen lernen und mitnehmen. Ich wünsche euch damit einen wunderschönen Dienstag und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao!